Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute bauen wir den Ender 3, den wir im letzten Video auf dem Unboxing-Kanal ausgepackt haben, zusammen. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich dachte im Unboxing, das wären 4, das sind aber nur 2 von den großen. Das ist auch unser erster Schritt tatsächlich. Wir müssen mit 4 dieser Schraubis M5x45. Die Teile hier festmachen. Dann lege ich das einfach mal so hin. Nehme mir. Gibt es dann richtig rum? Okay, richtig rum ist so rum. Kürzer muss unten, länger muss oben. Und die müssen in der Mitte sein. Okay. Okay, das ist easy. Das, ja. Okay, das greift. Das ist doch mal schon etwas. Ich glaube, das ist das richtige Werkzeug. Ja. Der richtige Imbus gewesen. Ich bin so froh, wenn das Ding nachher läuft. Und sich bewegt und irgendwas druckt. Mein erster 3D-Drucker lief nie. Dann habe ich fertig auf eBay mal gekauft. Das war so ein Nachbau von damals einem recht populären Drucker. Und der lief nie. Ich dachte, der war auch fertig zusammengebaut, das heißt, ich musste nichts dran machen. Aber der hat nie richtig gedruckt. Ich dachte immer, ich wäre das Problem. Da habe ich mich aber irgendwann ein bisschen in das Ding reinbelesen. Und dann schlussendlich rausgefunden, okay, das Problem ist der Drucker selber, der ist einfach ein Müllnachbau gewesen. So, hierbei dann genau das gleiche, Kürze unten und... Oh, jetzt habe ich gerade fast Scheiße gebaut. Das sind 2 verschiedene, okay, Kürze muss unten. Und das passt, dass das rechts ist hier. Boah, das sind verschiedene. Oh, hier, meine. Gleichzeitig reden. Und bauen ist halt dann doch schwierig. Vor allem, wenn man das noch nie zusammengebaut hat, dann habe ich Schiss, halt irgendwas kaputt zu machen. Auch wenn es gar nicht so viele Teile sind, aber ich habe noch nie 3D-Drucker selbst gebaut. Und deswegen habe ich davor dezent Respekt gerade. Ich habe schon eine Menge Computer gebaut, aber noch nie einen 3D-Drucker selber. Ich habe sogar PC schon Wasser gekühlt. Und das haben auch noch nicht viele gemacht. Und zwar mit einer Custom-Wasserkühlung und nicht einfach nur so eine gekaufte. All in one. Aber dieser 3D-Drucker macht mir immer noch Angst. Da bin ich ehrlich. Ich weiß auch nicht, wie fest ich was anziehen darf. Das stiefelt die auch nicht. So, das war Schritt 1. Jetzt kommt Schritt 2. Okay. Ach du Scheiße, es muss schon 2, 4, 5 Sachen gleichzeitig machen. Die lege ich mal da drauf. So. Ich hoffe, ich stehe auf nichts. Doch, ich stehe auf was. Okay, gut. So. Jetzt kommt nämlich schon das Display. Mit den kurzen M5x8. Das ist M5x20. Dann sind das hier M5x8, ja. Den soll ich jetzt hier vorne dran bauen, okay. Was ist das für ein Imbus? Der da. Okay, der wird hier einfach dran geschraubt. Gut. Steht da. Wahl der richtigen Eingangsspannung für das lokale Netz. Okay, muss ich auch noch gleich machen. Mann, Leute. Okay. Das fängt schon langsam an auszusehen wie 3D-Druck. Das macht mich gerade schon so ein bisschen glücklich. Auch wenn wir erst bei Schritt 2 sind.
Nichts mit dem irgendwas dran machen. So, dann muss ich ihn zur Seite drehen. Nichts runterfangen. Und das Netzteil. Wie befestige ich dich? Ah, okay. So rum? Ah, ich kapiere. Das heißt, so rum kommst du hin. Wo will ich die Netzspannung aus? Ah, hier. Okay, 230. Gut. Mit den Schrauben im 4x20. Die hatte ich gerade in der Hand. Hier, die zwei. Und 4x20. Schau mal drauf. Im 4x20. Gut, im 4x20. Die sind Silber. Aber die waren auch Silber, okay. Gut, dann Netzteil so rum. Ich mag übrigens gar nicht, Dinge in Netzteile reinzuschrauben. Habe ich schon mal gesagt. Hier ist das Schraubloch. Na komm. Mit dir. Jetzt. Das sieht doch gut aus. Das fühlt sich auch ganz gut an. Immerhin. Das hat sich jetzt nicht gut angefühlt, aber. Ach, hier unten ist die Schraube wieder reingerutscht. Yay. Okay, dann müssen wir immer wieder umdrehen. Das haben wir heute bisher so selten gemacht. Und jetzt kommt dieses Ding. Der Z-Achsensensor. Der kommt etwa. Ach du Scheiße. Irgendwo hier hin. Ah. Der wird von hier oben eingeslidet. Mein Problem ist jetzt gerade, hier steht etwa 32 mm. Muss er noch ausmessen. Ich mach's jetzt mal fest und dann gucke ich noch einmal. So, Schritt 4. Okay. Du stehst schon richtig rum. Ich brauche dieses Teilchen.
soll das sein? Ach, das bist du? Du bist der Moto. Mit M4. Okay. Mit M4 mal 18. Das sind die zwei wahrscheinlich, ja. Richtig dünn. Pinöckel, hm? Nö. Schraub 1 und... Schraub 2. Ne, man sieht leider nicht, was ich mache. Schade. So, die sind fest. Dann kommt die Stange rein. Und dann drehe ich das hier wahrscheinlich fest. Gehe ich mal von aus. Steht zwar hier noch nicht, aber... Ich vermute mal, dass es richtig ist. Ein bisschen schräg. Gut. Dann Schritt 5. Von denen hier. Frischhalte Folie. Ist die gleichen? Wahrscheinlich nicht. Ach, Funk, die sind so verschiedene. Okay, aber das werden die von hier oben sein. Ja. Dann ist das das. Deswegen ist gleich um hier. Okay. Dann soll ich dieses Teilchen nehmen. Aber wie rum? Hier steht nicht wie rum. Okay, jetzt. Ah. Okay. Das Ding fährt hier nachher durch. Okay. Wo mache ich das fest? Okay, ich blick die Anleitung nicht. Dieses Teil. Schön, und jetzt?
Wo genau soll ich es festmachen? Ich kann hier nichts befestigen. Das hier nicht. Oh, also das Teil drin. Vielleicht kapiert man es dann, was man tun soll. Im 4x16. Die jetzt. Im 4x16. So ein Stück. Manchmal kapiere ich nicht genau, was die von mir wollen. Sorry, aber die Anleitung ist echt mies. Das sollte man vielleicht mal aus mehreren Positionen tun, damit man auch wirklich sieht, was man tun soll. Oder lieber mehr Schritte und detaillierter als so. Und für jemanden, der noch nie einen 3D-Drucker gebaut hat, ist es gerade echt schwierig zu kopieren, was die Anleitung von einem will. Es kommt nachher eh dann so rum drauf. Das heißt ja, theoretisch wäre der einzig logische Schritt, dass das... irgendwie hier dran kommt. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Es gibt den falschen drin.
Jetzt kapiere ich es, okay. Meine Fresse. Was ist das denn, Mist? Das muss auch anders rum, okay. Das muss einem aber auch erstmal einer sagen. Dass die dazu wollen. Das sind die aus der Anleitung nicht wirklich ersichtlich gerade. Dass das so rum soll. Naja. So. Das soll nämlich auch so rum. Haha, ich hatte hier falsch schon drauf gehabt. Gut. Zu wissen. Jetzt ist es richtig rum. Yay. Ich sag ja, 3D-Druck-Zusammenbau ist nicht meins. Okay, haben wir das. Dann ist das Ding so. Soll ich den jetzt schon einhängen oder was? Das läuft. Ich nehme nur noch den. Okay. Ja, wie rum? Warte mal, ich hab das Teil so. Hoch. Oh, jetzt geht er nicht drauf, weil ich das Ding drauf gebaut habe. Ernsthaft. Oh. Mann, schreibt es doch in eure Anleitung. Hier steht nicht wie rum. Sieht es in der Anleitung nicht so aus wie der Motor. Beziehungsweise die Nozzle. Ganz ehrlich, Jungs. So. Okay, was kommt jetzt? Mhm. Jetzt soll ich dieses Ding einbauen. Okay. Okay, haben wir.
Und jetzt? Das Teilchen. Okay. So, eingefädelt. Dann soll es jetzt runterlaufen. Okay. Gut. Habe ich. Ach. Ich würde sagen, dass der Schritt auch wieder nicht in der Anleitung ist. Die Krise hier, du! Schreiße ich das Ding hier gleich ab, weil die Anleitung einfach Mist ist. Sollte das irgendwann mal jemand von Creality sehen.
Bitte überarbeitet eure Anleitung. Die ist echt mies. So. So. Was genau soll ich jetzt machen, laut Anleitung? Ich soll an diesen zwei Schrauben drehen. Und was genau wird das jetzt bringen, wenn ich an diesen zwei Schrauben drehe? Ja, die Schrauben kommen raus. Und was genau bringt mir das dann? Absolut nichts. Okay, haben wir das. So. Schön. Jetzt haben wir hier zwei Plastikabdeckungen. Fürs Profil. Damit es nicht so hässlich aussieht. Na dann. Und das sind jetzt was? 5x25. Also die hier. 4 Stück.
Achtung. Hätte man das auch geschafft. Gut. Schritt 11. Okay, dafür ist dieses Ding. Das hält nachher einfach nur oben. Mit einem 5x8. Das sind die letzten zwei von denen. Lass mich raten, darauf habe ich jetzt nicht geachtet und die sind auf der falschen Seite. Es gibt ja noch die Seite. Ich sehe keine M5. Anleitung sollten hier zwei Schraubpunkte sein. Und es gibt nur diese Stange, die ist richtig rum, weil die Dinger da reinpassen. Die ist aber nichts. So. Weil ich diese Scheißdinger nutzen soll. Ich finde es auch lustig, wie die jedes Mal schreiben, man soll die Dinger richtig rum reinsetzen und aber keine Möglichkeit, dass die Dinger sich arretieren da drin. Leute, eure Anleitung ist echter Müll. Ernsthaft. Wie soll man denn bitte darauf achten, dass die Dinger richtig drin sitzen, wenn man sie da drin nicht verstellen kann? So. Gut. Und jetzt 500 verschiedene Kabel anschließen. Die Kabel sind dran. Dann sind diese Kabel. Z für den Sensor. Achsen. Motor. Das hier ist garantiert fürs Display.
Ein EXP3. Das da ist nix, okay. Das E. Das ist X. X. E. X. Oh, da drin. Und Strom. Haben wir es geschafft. Fuck. Nein. Kabel ist falsch. Das hat sich hier verheddert. Das gibt's jetzt nicht. Na dann, was geschafft? Ich bin begeistert. Ich glaube es nicht. Ist das Ding angeschlossen? Ja. Das war's. Das Ding steht. Dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Der Test dazu. Fuck den. Kürze. Das war jetzt erstmal nur der Aufbau. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es echt anstrengend für mich und wahrscheinlich auch für euch war. Macht's gut. Ciao.